Ist das jetzt eine offene Kiste? Haben wir einen Favoriten? Wie wird es ausgehen? Viele Fragen vor dem Spiel. Da gebe ich mal eine Antwort. Ich glaube, das ist eine offene Kiste. Ein sehr schöner Pass. Xabi Alonso. Das sieht, Achtung, hier bahnt sich vielleicht was an. Auch so kann man sich befreien. Er klärt den Ball, aber gleich wieder die Kugel beim Gegner. Schade, nicht getroffen. Mario Götze. Wenn das Spiel das nächste Mal unterbrochen wird, steht wohl ein Wechsel bei den Gästen. Was tritt er da so rum? Also der ist wirklich ernsthaft verletzt. Ja, das sieht gar nicht gut aus. Das sieht so aus, als würde es nicht weitergehen. Mesut Özil verlässt den Platz. Situation hat er genau richtig eingeschätzt. Langsam kann er sich den Ball zurechtlegen. Das wird ganz gefährlich. Achtung! Er ist drin! Er bringt ihn genau in die untere Ecke. Ganz zielgenau. Und hier nochmal die Situation aus dem Lehrbuch. Genau da musste der Ball hin. Die Fans, die sind begeistert über dieses Kombinationsspiel, das sie hier aufziehen. Stark gemacht. Das kann er besser. Erst der Körper und dann der Ball ins Aus. Das wird Ecke geben für Real Madrid. Oh, fantastisch, wie er da geht er rein! Und was für ein Tor! Tor nach Ecke. Aber der kam auch gut rein. Viel schärfer kannst du den nicht nach innen bringen. Das sah schon sehr gut aus. Der Eckball ist schon schön, aber das ist 2:0. Der Schiedsrichter sagt, alles ist in Ordnung. Jeder steht in seiner Hälfte. Die zweite Halbzeit beginnt. Pass geht raus, jetzt soll es über die Außen gehen. So sieht ein Pass aus. Es sei die Frage erlaubt, wo ist der Verteidiger? Und jetzt! Klasse geklärt vom Abwehrspieler, da freut sich natürlich auch der Torwart. Er hat den Ball sofort verarbeitet. Tor! Und da ist schon wieder ein Tor. Und schon wieder für Real Madrid. Die Königlichen sensationell. Klare Führung jetzt. Und das jetzt gewesen. Ich glaube nicht, dass das noch kippen kann bei dieser komfortablen Führung. Er versucht, die Führung über die Zeit zu bringen. Sicher in der Ballbehandlung. Ein wunderschönes Zuspiel. Und da bekommt er Unterstützung. Oh, da wird er sich ärgern. Vorbei, das Ding. Und das, nachdem er so freigespielt wird. Marco Reus. Mario Götze. Und jetzt die Möglichkeit zur Flanke. Und das macht er richtig gut. Und wenn jetzt die Flanke noch gut kommt. Da bahnt sich eine Chance. Oh! Ein starkes Defensivverhalten, da kann sich der Torwart bei seinen Mannschaftskameraden bedanken. Das war er hier nicht. Die Karten werden nochmal neu gemischt. Es gibt jede Menge Auswechslungen. Mario Götze. Und da ist er gut dazwischen gegangen und hat den Angriff unterbunden. Xabi Alonso. Ball im Seitenaus, Einwurf.
Das sieht gut aus. Und schon wieder spielt er einen genauen Pass. Er verteilt die Bälle heute sehr gekonnt. Jetzt zieht er ab. Am Ende steht ein deutlicher Sieg. Der Schiedsrichter hat abgepfiffen. Schlussresultat 3:0.